Getreidetürmchen. Na, vielleicht stelle ich dann doch einfach aus Faulheit mein eigenes Bett auf. Ich jetzt gerade eh schon hier in dem Turm bin. Ja. Was? Bücher. Oh, eine Schaufel. Cool. Tausche. Normale Schaufel von dir gegen Eisenschaufel von mir. Auch noch eine Schaufel. Du kannst deine Steinschaufel weghauen. Mhm. Ich stelle mein Bett mal auf. Man kann schon schlafen. Grüß dich. Oh, das ist ja ein Fisch. So. Nehmen wir noch ein paar Bücher mit hier. Hallo Mieze. Wo bist du denn gerade überhaupt? Egal. Ich gehe ins Gasthaus. Falls du mich suchst. Da würde ich jetzt auch hingehen. Ja, dann treffen wir uns hier. Schon wieder Kürbiskuchen. Ja, da habe ich schon reingeguckt. Hier gibt es ja denselben Schmarrn. Und überall natürlich Bücher. Hm, guten Tag. Oh, Alter, wieder ein Rucklauf, du. So. Das bei dir manchmal ruckelt, bei mir ruckelt es gar nicht. Hm. So, warte, du kannst, wenn du willst, die Eisenschaufel dann haben. Und ich bräuchte die Bücher. Mhm. Haben wir hier gerade noch ein paar. Die Schaufel. Das ist ja noch sowas, ne? Ja, die kann man aber nicht stacken. Achso, nur ein Werkzeug. Nö, macht ja nichts. Ich nehme jetzt alle drei davon mit. Alles meins. Bin gierig. Gut, dann haben wir es doch, oder? Ach, ich brauche mehr Holz. Butter ist eh zu vernachlässigen. Was dann kann ich ihn mitnehmen? Ich habe jetzt 3 volle Stacks und 11 Bücherregale. Hm. Oh, was haben wir hier? Ein Mineneingang? Oh. Oh, ich muss essen. Ja, sonst nichts weiter. Schade.
Oh, hier haben wir einen richtigen Tropenbaum, ne? Einen richtigen Dschungelbaum? Den bitte mal mitnehmen. Der hat ja auch das Laub entsprechend. Vielleicht gibt der ein bisschen... Gut, dass ich die Axt genommen habe, die ganz war. Die andere hätte nicht gereicht. Da war ich schon drin. Hier gibt es keine Bücher. In der Kirche gibt es keine Bücher. Hier ist schon wieder so ein Marktplatz. Aber da gibt es natürlich wieder nur Holz. Da gab es in der einen Kiste im Gebäude. Gab es was, genau. Gold und Eisen. Konntest du das nicht mehr mitnehmen? Ich war doch noch nicht. Ich bin ja beim Tropenbaum. Kurzer Prozess. Na, dann habe ich jetzt das Gold schon mal mitgenommen und das Eisen. Ab und zu muss ich ja auch mal wertvoll sein. Fürs Team. Oh, Bücher. Da brauche ich ja eh nicht zum Despawn. Nicht genug Holz. Überhaupt. Truppenholz als solches muss ich ja nicht. Solange wie wir nicht gerade zwingend Holz brauchen, nicht, nee. So, ich bin dann schon wieder bei unseren Pferden. Ich glaube, wir haben alles durchgeguckt, ne? Ja. War hier drüben schon jemand? Die spawnt einfach nicht. War noch niemand. Noch eine Dia-Pferderüstung brauchen wir nicht, ne? Nee, ist Quatsch. Aber Eisenspitzhacken nehmen wir mit. Nichts, okay. Ja, wobei, die Diamant-Pferderüstung kann man zu zwei Diamanten zerlegen später. Dann nehme ich sie mal mit. Das ist vielleicht für den Start nicht ganz unwichtig. Ich muss wieder gucken. Hallo. Panther, wo waren unsere Pferde? Ich war doch gerade bei unseren Pferden. Hey Hase. Hi. Ich bin bei den Pferden. Ja, ich wollte auch gerade sagen, die Pferde waren hier drüben irgendwo. Guten Tag. So, warte. Okay, dann gebe ich dir das Gold jetzt nicht. Geht ja später. So. Erstmal hier links. Da hinten ist er. Tschüss. Da sagt doch unten drin, dass du noch nicht los bist. Schick eine Karte. Wow. Oh, ja. Ein Eisenturm, also ein Erzturm. Ja, aber ohne was Interessantes obendrauf. Garten. Ja. Und da ist wieder so ein Mineingang. Ich war draußen so lange. Aufpassen, wo dein Pferd hinlatscht. Na, Pferd! Nicht Richtung Lava, bist du doof? Nein, geh da nicht lang. Pfui. Pfui. Zwei Rucksäcke. Gab's wahrscheinlich im Doppelpack günstiger. Muss man schon fast überlegen, kann man. Nee, Rucksäcke kann man nicht ineinander stapeln. Nee, man kann keine Rucksäcke in Rucksäcke stecken. Irgendwann hast du die ganze Leiste bis auf einen Platz voll mit Rucksäcken.
Kein Lob dafür, wie ich dein Pferd aufgehalten habe. Danke. Das wäre sonst garantiert in die Lava gelatscht. Mal hier. Okay. Luft oder sowas. In der Kiste. Ja, es ist ein Friedhof. Ah, es mag da. Nämlich. Ist da oben Redstone auf dem Gebäude? Also auf der kleinen Gruft? Gruft? Mhm. Na, bei mir ist da so ein roter Fleck oben drauf. Ist das Redstone? Oh. Habe ich vielleicht Glück gehabt, dass hier nichts ausgelöst hat? Ja, ich glaube nämlich, die sind mit Fallen eigentlich versehen. Oh, Meteor. Ah. Da werden wir wohl die Pferde eingraben und hier die Nacht verbringen. Ich buddel schon mal. Au. Wurde ich zurückgesetzt. Erst schlafen oder erst noch schnell? Nee, erst schlafen. Was ist das da hinten für ein Riesenbaum? Hm, oh. Achtung. Wenn du am Meteoriten vorbeiguckst. Das ist doch ein Baum, oder? Sein. Ja. Da brauchst du aber mehr als eine Axt. Da brauchst du eine Dia-Axt auf jeden Fall. In Unbreakable. Meine Dierhacke ist da. Seine Dierhacke. Hier gibt's schön viel Zuckerrohr. Soll ich das mal alles mitnehmen? Ja, hab ich aber dann im Inventar, kannst du mir so also geben. Ich geh erstmal da lang. Ah, ich glaube, damit habe ich alles. Sehr gut. Ja, ich muss mir mal eine Runde um den Teich drehen. Gut, damit habe ich alle Kürbisfeld. Drucke, glaube ich. Genau das. Ja, passt. Das ist gut. Davon habe ich jetzt auch genug. Den kann ich noch wegpacken. So, wo bist du? Ich drehe gerade eine Runde um den Tümpel. Wegen Zuckerrohr. Achso. Weil hier wächst halt so viel. Wie viel Zuckerrohr hast du schon auf Tasche? Nicht so viel. Okay, ich habe jetzt 49. Ich habe 19. Könnte also schon reichen für den Stack. Übrigens Gold, Eisen. Ja. Obsidian? Ja. Alter, ist das ein Baum? Das ist auf jeden Fall ein Einzelbaum. Ich will aber auch nicht wissen, wie hart das wäre, wenn du so einen ganzen Wald... Aber ja, in dem kann man bauen. Oh toll, jetzt will ich mir hier in dem Baum ein Turmhaus bauen. Oh, Zombie. Na klar. Hier kommt ja auch kein bisschen Sonne hin. Ne? Oh. Geht's ja runter. Was machen wir jetzt damit? Hochbauen und versuchen, Setzlinge zu kriegen? Wäre, glaube ich, die sinnigere Variante zu versuchen, das Ding zu fällen. Ja, das kannst du vergessen. Egal. Also ein, zwei Setzlinge wären schon nice. Ich glaube, mehr brauchst du. Ich weiß nicht, wie viele Setzlinge man dafür braucht, um den zu pflanzen. Das weiß ich auch nicht. Weil so ein Redwood habe ich noch nie gesehen. Wert? Alter, die wandern echt schnell sehr weit weg. Ja. Kann ja nicht wahr sein. Ich packe mal meine Eisenaxt aus. Achso, du baust dich an dem Baumrand hoch.
Na, so viel Erde habe ich gar nicht. Ich habe ein Stack Erde auf Tasche. Ich komme, glaube ich, so hoch. Okay. Dann kannst du ja machen, dann warte ich hier unten. Ist auch besser, wenn jemand runterfällt. Weil da ist man definitiv tot. Oben angekommen. Ich könnte jetzt natürlich von hier oben meine gute Axt ansetzen. Und hoffen, dass davon genug Setzlinge dann bei rauskommen. Das ist dann natürlich probieren. Mehr als noch weiter hochzubauen, kann ja nicht passieren dann. Richtig, weil eigentlich dürfte er dann nicht von unten wegnehmen. Ja, nee, kann's vergessen. Aber ich hätte jetzt eine schöne Fläche frei. Redwoods besteht übrigens aus zwei verschiedenen Arten Holz. Einmal die Barke und dann das Holz. Mhm. Also einmal die Rinde und das Holz, so. Die Barke. Hier bin ich hochgekommen. Gott, wie hoch geht das denn hier noch? Ja. Dirk ist am PC. Er fragt, ob er Discord kommen soll. Wir spielen halt noch Minecraft. Und das hier muss ich jetzt erst noch fertig machen. Und außerdem hat er gesagt, ab 2. Ich kann ja mal fragen, ob er Minecraft jetzt mitspielen will oder ob wir Ask spielen wollen. Müssen wir ihm nur ein Pferd suchen noch. Es geht hier so unglaublich hoch. Vielleicht werden auch mal Rucksack los. Was?
das Ganze knicken, bis ich hier mal durch bin, damit ich eventuell einen Setzling rauskriege, auf die einfache Art. Wobei, nee, ich bin auch lange nicht ganz oben, aber ich glaube, so weit ist es jetzt nicht mehr. Warte mal, hier unten sind gerade Setzlinge runtergekommen. Ich habe die Spitze gefällt. Man braucht 7x7 an Setzlingen. Also 49 Setzlinge brauchst du für einen. Ich habe Ruckelparty. Na, hier fallen überall jetzt Setzlinge runter. Ruckelparty. Dann drehe ich jetzt meinen Runden und setze ihn hier auf. Ich habe auch schon drei. Oh, es wird dunkel. Ich schlafe im Baum. Nacht. Jetzt sammel mein Kackbett auf. Gott! Ja, Junge, Junge. Ich habe dann schon 41 Setzlinge, also fast genug. Wie fast genug? Na, du brauchst 49 Setzlinge für einen. Ach, 49? Ja. Ich habe jetzt 45. Oh. Oh ne, ich dachte gerade, schon alle Blätter weg, aber nicht. Okay, ich hab dann noch Setzlinge. Ich bin auch schon beim Runterkommen. So. Hier fallen ja auch noch immer noch welche runter. Also ich kann unsere Pferde schon wieder sehen. Vielleicht bin ich jetzt schon für zwei Vorsichtshalber mitnehmen. Also zwei Stacks am besten. Ich glaube, hier kommt noch mehr als genug runter. Ich habe auch die Spitze gekappt. Hier liegen auch ganz viele bei den Pferden rum schon. Nehme ich mal mit. Ich habe ja auch schon ein paar auf Tasche. Und wenn wir eh zwei Stacks brauchen. Es ist ja nicht verkehrt, wenn wir beide einfach sammeln. Andererseits, wenn ich so viele Setzlinge brauche für einen Baum, gehe ich auch von aus, dass ein Baum hoffentlich genug abwirft für Minimum einen neuen Baum. Ich sehe hier keine Ziegen gerade. Also ich habe 50 jetzt. Ja, ausreichend. Definitiv ausreichend. Gott, und viel zu viel Holz. Alles erstmal wieder rausschmeißen. Oh, bei zwei Stacks. Zwei Stacks kann ich aufheben, glaube ich. Du willst aber jetzt auch nicht wissen, wie viele gute Äxte ich verbraucht habe, um ganz oben dann noch an die Spitze zu kommen im Endeffekt. Ja. Der Baum könnte... Ich hab drei komplette Stacks.
Der Baum könnte von weitem dann aber immer noch gut aussehen, glaube ich. Okay, so, dann lassen wir mal die Pferde los. Das ist toll. Jetzt habe ich auch ein Stack voll. Sollte also reichen. So. Wir können dann. Gut, wir suchen uns also eine große Ebene und pflanzen dort erstmal 15 Redwoods. Mhm. Und dann sind Holzprobleme nicht mehr existent. So, hier lang. Dann haben wir kein Problem ohne Holz. Wir haben ein Problem mit dem Holz. Das stimmt. Wasser. Gut. Sind das Haie oder Delfine? Ja. Wo bist du jetzt lang? Da lang. Ja. Oh. Entschuldige, dass ich mich aufmerksam in meiner Umgebung umschaue. Ah, da ist Schleim runtergefallen. Hier ist schon wieder überall Wasser. Aber hier würden wir rüberkommen. Glaube ich. Nee. Ist jetzt zu tief. Doch da drüben. Nee. Ich habe halt nur die Insel da gesehen und den Übergang. Ich dachte, man kommt zu der Insel vernünftig rüber. Bald ein Pferd im Auge. Es sind tatsächlich Delfine. Ich würde aufpassen. Ich habe so eine Mini-Doku über solche Flussdelfine gesehen. Die jagen im Rudel und bringen Fische dazu zu stranden. Hm. Wow. Wie du hier bei mir durch die Gegend spackst einfach. No. Ja. Ja, ja. So, jetzt. Also durch den Wald auf dem Pferd ist echt Kacke. Da kommen wir aus dem Wald raus jetzt. Oh, Gott sei Dank. Oh. Besser. Aber irgendwie noch nicht die ideale Ecke gefunden zum Leben. Oh, Katzis! Leider nicht. Die Richtung vielleicht. Und schon wieder ein Fluss. Ah, ein Meteor, aber den brauche ich ja nicht mehr. Müssen wir hier lang? Weiß nicht. Also zumindest hier rüber müssen wir irgendwie. Pferd, pfui. Bleib hier. Was ist das hier? Ginkgo. Den würde ich ja vielleicht... Ich habe noch ein bisschen... Ein bisschen Axt habe ich noch über. Den würde ich ja vielleicht gern... Oder hast du auch noch gute Axt zum direkt wegfällen? Ja. Ich mach. Ich habe gerade geschlagen. Ich war schneller. Ein Setzling. Zwei Setzlinge. Da muss noch einer. Komm. Okay. Du hast. Ich. Ja, warte, die hier. Und eigentlich kannst du auch das Deck hier noch nehmen. Da haben wir drei komplette Stacks. Wir hätten wahrscheinlich noch 10 rausbekommen. Ah, hier lang.
Wirft mich vielleicht trotzdem reingraben. Ja, dann versuche ich auf dein Pferd aufzupassen. Pferd auf sich aufpassen lässt! Pferd! So. Hab ich dich jetzt festgefahren auf die Art? Hier sind Ziegen. Verdammt, ich hab dich nicht festgefahren. Pferd! Dein Pferd haut ab! Ist so kacke, dass die Pferde, obwohl sie eigentlich getamed sind, trotzdem frei rumlaufen. Dass man denen nicht wie einem Hund sagen kann, bleib da sitzen. Oder einer Katze. Selbst Katzen hören besser in diesem Spiel als Pferde. Nein. Pfui. Lass das. Hinter dir. Hm? Mann, dein Pferd ist anstrengend. Ja, einfach versucht, heimlich zu joinen, warte mal. Heimlich? Heimlich? Ich wollte nur, dass du siehst, wen du freischalten darfst. Und guten Morgen. Ach, Dirk, du hast guten Morgen um 1 Uhr mittags. Jupp, bist hinzugefügt. Dirk, du hast den größten Baum, den es gibt in Minecraft, verpasst. Wieso? Und wir müssen dir ein Pferd suchen. Und es wird dunkel. Hat Dirk ein Bett? Nein. Natürlich hat er kein Bett. Deswegen wäre es sinnvoll, wenn ich ihn gleich erstmal herporte, damit zwar. Ja, porte mich. Hier hört sich nach was nach Mel und nach einem Bär an. Bären tun dir nichts. Katzen sind das Problem. Also Großkatzen. Ja, hier ist irgendwas, was brrr macht. Brrr. Komm zu mir, komm zu mir. Wie siehst du denn aus mit deinen Shorts? Was? Wieso machst du gegen meinen Shorts? Wie er sich im Spiel für ein junges Mädel ausgibt. Wie derlich der alte Mann. Meine Tochter hat damit gespielt. Wusste nicht, dass ich so aussehe. Vierten Dreck. Ich hab's so noch nie gesehen. Pferd, nein! Aber wenn ich jetzt meinen Charakter ändere, dann schimpft Lisa Marie wieder rum. Nimm erstmal den hier. Kannst du aufsetzen. Unten links hast du einen Knüppel dafür. Was? What? Wenn du rechts klickst auf dem Teil, ja, hast du unten links so einen Aufsetzen-Button. Damit kannst du das Ding aufziehen.